Zum vierten Mal hat sich das Huisu von der Schweizer Social Media Szene getroffen. Auftanken TV berichtet als Medienpartner über ein Event, wo sich über 1000 Besucherinnen und Besucher eingefunden haben. Herzlich willkommen bei der Smile Swiss Influencer Award 2023. Hier direkt aus der Hall in Dübendorf. Auch dieses Jahr werden zahlreiche Influencerinnen und Influencer für ihren tollen Einsatz auf den Social Media geehrt. Aber bevor es losgeht, wird das vorgefeiert. Herzlich willkommen zum Smile Swiss Influencer Awards 2023. Ich habe hier bei mir den Fabian Plus, der ist der Co-Founder von den Swiss Influencer Awards. Fabian, Swiss Influencer Awards gibt es jetzt schon seit 4 Jahren und das Jahr ist es viel größer als letztes Jahr. Nächstes Jahr sind es schon 5 Jahre, also ein Jubiläum. Gibt es dann noch eine Steigerung? Also, wir haben für das Jahr natürlich schon eine Steigerung zum Glück können machen. Das heisst, wir sind vom Kaufleuten Richtung The Hall gekommen. Was hat sich verändert seit der ersten Ausgabe von Swiss Influencer Awards? Hey, im Fall mega viel. Also das Konzept haben wir sicher 1 bis 2 Mal umgestellt. Am Anfang war es ja ein TV-Format, nachher ist es ein reines Social-Format geworden. Und dann die Kategorie hat sich zum Teil ein bisschen geändert. Dann die Abläufe, sind mehr Brand-Challenges sind online geschaltet worden. Das heisst, wir hatten dort ein stärkeres Interesse gehabt von jungen Leuten, die Content-Creators werden möchten. Und dann haben wir natürlich die Bereiche ausgebaut. Du bist auch beim Jury dabei. Wie war es für dich? Wie war die Entscheidung? Ja, es ist natürlich mega schwierig. Es ist wirklich so, das Niveau ist extrem gestiegen in den letzten paar Jahren. Das haben wir auch festgestellt. Aber es ist natürlich schön so, weil es ist eigentlich das Ziel des Swiss Influencer Award, dass man wirklich den Markt weiterbilden kann, dass man auch viele junge, neue Leute natürlich annehmen kann, die diesen Weg gehen wollen. Und wir haben zum Glück fixe Kriterien bei der Jury. Das heisst, wir haben dort ein Punktesystem im Hintergrund. Und ich bin übrigens auch nicht allein. Ich habe noch 6 weitere Jurymitglieder, die auch mithelfen. Und wir fungieren aber unabhängig voneinander. Das heisst, die Punkte werden vergeben. Wir wissen nicht, was der andere für Punkte pro Kriterium vergeht. Und dann am Schluss soll man das natürlich zusammenrechnen, sondern das Community Voting dazu. Und so haben wir dann schlussendlich jeweils einen Sieger pro Kategorie. Für die Kandidaten, die sich vielleicht noch für das nächste Jahr bewerben möchten, hättest du da vielleicht einen Tipp? Ja, also ich glaube, der wichtigste Tipp ist einfach, authentisch sein, sich selber sein, kreativ sein. Ich glaube, es kommt bei den Brands immer gut an und einfach irgendwie Spass haben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Die Allstars von der Smile Swiss Influencer Awards gehören jede von den 9 Kategorien zu den einflussreichsten Influencerinnen und Influencer von der Schweiz. Pro Kategorie wird ein Award verliehen. Ich habe Vivian Oesch bei mir, die ist dieses Jahr für die Kategorie Fashion nominiert. Vivian, es ist das erste Mal, dass du nominiert wirst. Tell me, bist du aufgeregt? Im Fall tatsächlich gar nicht. Ich freue mich einfach riesig auf den Abend, bin mega gespannt und freue mich auf viele schöne Momente mit meinen Friends und allen kreativen Köpfen da. Solltest du heute gewinnen, was ist das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst? Natürlich allen erzählen und die Freude teilen. Natürlich. Und genauso weitermachen wie jetzt mit grosser Passion und grosser Freude. Ich habe 2 Comedians und Influencer bei mir. Wollt ihr euch kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin der Kiko, einer der lustigsten, nicht der Schweiz, der Welt, würde ich behaupten. Ja. Ich bin der Gabirano und ja, ich bin sehr, 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 sehr groß. Das sieht man jetzt nicht, aber auf Instagram bin ich größer. Nein, ich komme auch. Der größte Influencer ist gerade bei mir und ich hätte die gleiche Frage für euch beide. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr vielleicht das nächste Jahr auch nominiert werdet? Nein, lieber nicht. Bist du schon mal nominiert gewesen? Nein, ich mache das schon lang. Ich brauche das nicht mehr. Wir wollen das gar nicht. Nein, wir sind schon lange etabliert. Ja, das ist für die Jungen. Wir wollen das so stimmt gar nicht. Ja? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben nichts damit zu tun. Also, nein, natürlich. Unbedingt wollen wir nominiert werden. Wir brauchen es. Wie fühlt es sich an, 2-mal nominiert zu werden? Ey, richtig toll. Also ich denke, es ist immer richtig schön, bei so etwas hier dabei zu sein. Auch die Ehre zu bekommen und auch das Gefühl zu bekommen, dass man für seine Arbeit belohnt wird und auch anerkannt wird. Ich denke, das ist sehr schön. Ich finde es toll, dass du die Chance hast, nochmal zu gewinnen. Das motiviert dich auch für das nächste Mal. Kannst du dir vorstellen, dass du nächstes Jahr nochmal nominiert wirst? Vielleicht in einer anderen Kategorie, wer weiß. Also, wer weiß, man weiß nie. Aber nein, ich konzentriere mich jetzt auf jeden Fall weiter. Ich mache mein Ding. Und eben, wenn man dann eingeladen wird, nominiert wird, das ist sehr schön und auch einfach eine Bestätigung. Definitiv. Hättest du vielleicht einen Tipp für die Menschen, die sich fürs nächste Jahr bewerben wollen? Einfach machen.
Also ich denke, wenn ihr euch bewerben wollt, ihr habt Zweifel, probiert es einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist eine Absage. Und dann versucht ihr es nochmal nächstes Jahr. Definitiv. Ich drücke dir ganz stark die Daumen für dieses Jahr. Und vielleicht sehen wir uns später. Ja, sicher. So. Danke. Ich habe die Elira bei mir. Sie wird heute auf dieser Bühne stehen und für uns alle singen. Elira, was wirst du heute singen? Ist es ein neues Single? Es ist eine neue Single, die heißt Look at Me Now und ist aber in der Akustikversion heute, nur mit Gitarre. Wow, da bin ich super gespannt. Und sag mal, Elira, bist du auch selber Influencerin? Nein. Also ich mache mehr Musik, das ist so mein Hauptfokus. Influencer würde ich nicht sagen. Ab wann ist man ein Influencer? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, eine philosophische Frage. Ich weiß gar nicht, ob wir die beantworten können. Aber kannst du dir vorstellen, irgendwann auch für die Kategorie Musik nominiert zu werden? Auf jeden Fall. Why not? Ich nehme immer gerne Preise entgegen. Ich auch. Vielen lieben Dank. Ich bin gespannt auf deine Musik und auf heute Abend. Danke dir. You're gonna go down here soon. Look at me now. Oh, look at me now. I'll be burning up your guys' light. Watch me as the flames go high. Look at me now. Oh, look at me now. I'll be burning up your guys' light. Watch me as the flames go high. Look at me now. Die Wahl steht kurz bevor. Die Jury hatten eine sehr schwere Aufgabe, die Bewerber und die Bewerberinnen auszusuchen. Das Niveau war, wie gehört, sehr hoch. Darf ich ganz kurz? Als CEO dürfen wir das. Oder das ist jetzt ein Heißer vom Regisseur, was soll das? Die Frau ist ja selber nominiert heute. Und für die, die jetzt denken, ist sie nominiert, weil sie hier moderiert? Natürlich nicht. Das ist, weil du auch ein super Influencer bist. Und als tolle Influencerin hat man es verdient, nominiert zu sein. Und jetzt muss ich einfach die Chance schnell nutzen, um zu sagen, wie ist das eigentlich? Jetzt moderierst du heute Abend die Sendung vom Smile Swiss Influencer Award. Bist du auch noch nominiert? Was ist jetzt das Gefühl für dich? Bald die Lade. Also erstmal ist es ein riesiger Zufall. Ich wusste es gar nicht. Ich habe es erst letzte Woche, ein paar Tagen erfahren. Ich wusste, dass ich für die Sendung mitmoderieren darf, aber dass ich selber nominiert bin. Das war eine sehr, sehr große Überraschung. Und ganz ehrlich, allein die Nominierung ist für mich ein Gewinn. Sehr schön. Was erhoffst du, wenn du jetzt gewinnen würdest in der Kategorie Newcomer? Also ich kann dir sagen, das Erste, was ich mache, wenn ich gewinne, ich werde in meine Bio und Instagram ganz fett schreiben, Swiss Influencer Award Winner. Sehr schön. Also sind wir sehr gespannt, drücken wir Daumen. Es wäre aber kein mega Verlust, wenn es jetzt für das Jahr nicht verlangen. Überhaupt nicht, weil wir wissen beide, man kann sich jetzt schon für das nächste Jahr bewerben. Sehr gut. Ah, du machst das super. Ich lade dich wieder, sorry, für einen kurzen Moment. Soll ich dich auch lieber fragen? Nein, viel Spaß. 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, das sind Newcomer 2023. Veronica Kiriak. Nicht zu vergessen und ebenfalls gehört werden die Newcomer aus den verschiedenen Sponsoren-Challenges und Newcomer des Jahres. Du hast heute die Kategorie Fashion gewonnen. Wie fühlt es sich an? Es waren wirklich sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz dabei. Wie ist es für dich und was sind die Pläne für die Zukunft? Ich bin sehr, sehr happy, sehr stolz natürlich auch und sehr dankbar. Die Konkurrenz war wirklich stark. Es gab sehr, sehr starke Kandidatinnen dabei. Hast du gedacht, dass du das gewinnen kannst? Es war so ein 50-50, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, ich kenne meine Community und ich bin schon sehr selbstbewusst hier reingekommen. Aber meine Konkurrenten waren alle natürlich sehr, sehr stark und bringen auch eine riesen Community mit. Deswegen bin ich sehr, sehr stolz, dass ich es geschafft habe. Ihr habt die Kategorie Entertainment gewonnen. Wie fühlt sich an? Sehr geil, ja. Ich glaube, das ist die Arbeit, die wir 3 Jahre lang oder 3,5 Jahre investiert haben. Und das zu überzukommen, ist wirklich eine Wertschätzung für die Arbeit, die wir bis jetzt gemacht haben, für den Aufwand, den wir hatten. Was sind deine nächsten Schritte? Wir sind an Shows dran, wir sind an geilen Podcasts dran. Das wird alles noch in den Medien, aber wir sind an recht coolen Sachen dran. Offline wie online wird das bis zum Ende Jahr und nächstes Jahr nochmal komplett rasiert. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr bei der Swiss Influencer Awards. Wer weiß, hoffen wir. Danke. Mimosa, du hast für das zweite Mal
schon bei Swiss Influencer Award gewonnen, kann das sein? Ja, das ist so. Und war das in derselben Kategorie? Nein, das letzte Mal war es bei Lifestyle und jetzt ist es bei Beauty. Und das war ganz besonders, weil bei der Ansage hieß es einfach Mimosa und es gab zwei Mimosas. Wie war das für dich? Hast du direkt verstanden, dass es du bist? Nein, ehrlich gesagt gar nicht, weil ich finde, das waren beide sehr konkurrenzstarke Personen, die mit mir nominiert waren. Deshalb war ich erstmal so nicht so auf Freuen, weil ich so, hä, wer ist das jetzt gemeint? Welche Mimosa hat gewonnen? Die eine Mimosa. Hey, und bei dir ist gerade sehr viel los. Du hast jetzt eine neue Kollektion bei Telly Wild. Und wow, was ist der nächste Schritt? Ich weiß es nicht so genau. Wenn ich es weiß, dann darf ich es noch nicht sagen. Aber es kommt jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel auf mich zu. Wir sind super stolz auf dich. Wir gratulieren dich vom ganzen Herzen. Kannst du deinen Award bitte zeigen in die Kamera? Heute Abend die Kategorie Lifestyle gewonnen und die Kandidaten waren sehr, sehr stark. Ich muss zugeben, wie fühlt es sich für dich? Hast du das erwartet? Ich habe es gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich bin umso glücklicher, dass ich es geschafft habe. Also meine Konkurrenz war auch sehr gut gewesen. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich es trotzdem geschafft habe. Und was ist dein nächster Schritt? Was würdest du morgen dann mit diesem Award machen? Also ich stelle das sicher mal in meine Stube, ganz stolz. Und ja, kämpfe weiter, ich gebe nicht auf und mache sicher weiter, wie ich gerade vorher gemacht habe. Wie fandest du die Veranstaltung heute Abend? Mega, mega, viel, viel besser als die letzten Jahre. Mega krass. Und nächstes Jahr bist du auch dabei? Auf jeden Fall. Ebenfalls ein Smile Swiss Influencer Award für das Jahr 2023 haben folgende Personen können empfangen können. Insta Swiss Kategorie Travel. Huberkop Kategorie Sport. Pralinata Kategorie Family. Noah Bachhoffen, Kategorie Food. Und EAZ, Kategorie Music. Ich habe Marina Sommer bei mir. Sie wurde dieses Jahr für die Kategorie Fashion nominiert. Marina, welche Art von Content machst du? Welche Fashion genau? Mein Fokus ist vor allem Fashion, wo nachhaltig produziert ist, wo auch wenn immer möglich aus der Schweiz kommt. Das heisst, ich habe viel zusammenarbeiten, auch mit Schweizer Labels und das liegt mir sehr am Herzen. Auch Designer jetzt von unserem Land, die wirklich sehr, sehr tolle Sachen kreieren, zu unterstützen. Ah ja, ich darf es gar nicht verraten, aber du bist meine Favoritin in der Kategorie Sport. Du spielst bei der Nati, bist eine Influencerin, bist eine Allrounder-Frau. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja, meine, also sportlich gesehen, oder? Beides, als beides. Influencerin und als Sportlerin. Also natürlich als Sportlerin, dass ich den Step ins Ausland machen kann, Karriere im Ausland kann starten ja, und mit dem Social Media so weitermachen, wie ich es bis jetzt mache. Sehr gut. Du bist das Jahr leider nicht die Gewinnerin geworden. Kannst du dir vorstellen, nächstes Jahr dich auch nochmal zu bewerben? Ja, klar, wieso nicht? Der Event ist super. Coole Location, coole Leute, richtig gut organisiert. Und ja, es hat Spass gemacht, hier alle kennenzulernen und zu treffen. Swiss Influencer Awards 2023 gehört jetzt in die Geschichtsbücher. Und sobald ich weiß, ist man schon in der Planung von Swiss Influencer Awards 2024 und man kann sich sogar bewerben. Wir zeigen euch noch ein paar Impressionen, aber jetzt wird es